lieben Crime Cats. Nö, irgendwie blöd, ne? Hallo, meine lieben Crime Cats. Ich habe mir lange überlegt, ob ich mein Gesicht zeigen soll oder nicht. Und habe dann aber gedacht, nö, ich zeig mich. Ja, noch nicht komplett, aber ich zeig mich. Ich freue mich mega, dass ihr da seid und willkommen zum Start meines Kanals. Ihr seid jetzt mit dabei. Schön, dass ihr an Bord seid. Ich freue mich wirklich sehr, euch als zukünftige Crime Cats zu gewinnen. Das ist richtig klasse. Ja, wir starten dann noch gleich. Eigentlich ist ab jetzt immer Freitag der Crime Friday, 22 Uhr. Aber ich dachte, ich starte an Halloween. Mord Halloween. Und ja, mit einem Halloween-Fall. Und zwar dem Fall des Candymans. Ja, der ist ziemlich heikel für Menschen, deswegen jetzt die Triggerwarnung. Ja, die es nicht so gut vertragen können, wenn jetzt Kinder zu Tode kommen. Oder ja, versucht wird, dass sie zu Tode kommen. Unter dem Deckmantel von ja, Halloween. Ich packe die bitte mal weg. Und so, Leute, die brauchen wir nicht. Oh, und wer es noch nicht weiß und den Trailer nicht gesehen hat, die Crime Cats, das sind Gracie, Rocky und Scarlett. Und die werden jetzt hier auch ab und an mal durchs Bild laufen, wenn wir Glück haben, oder sich hier hinsetzen. Aber für den Fall, dass sie nicht dabei sind, habe ich ja jetzt euch. Und wir können uns dann gemeinsam darüber auch austauschen, was mir echt sehr wichtig wäre. Aber wir starten mal mit dem Candyman-Fall, der uns daran erinnern soll, es ist ja Halloween, dass wir vielleicht nicht ganz so arglos Süßigkeiten nehmen von jedem. Noch nicht mal von den eigenen Eltern. Also vielleicht, ja, schaut ihr dann ja nochmal genauer hin. Also ich hoffe natürlich, dass das nie wieder vorkommen wird, sowas. Ich würde dann einfach sagen, so, Crime Cats, let's go! So, wir fangen an mit dem Täter. Der Täter, das ist der Herr Ronald Clark O'Brien. Der wurde geboren am 19. Oktober 1944 in Hounsville. Wo er am 31. März 1984 dann auch hingerichtet wurde mit der Giftspritze. Weshalb sein Leben so ein Ende genommen hat, werden wir jetzt beleuchten. Ronald Clark O'Brien war 30 Jahre alt zu dem Zeitpunkt der Tat und wohnhaft in Pasadena. Der war verheiratet mit der Diane, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, 29 Jahre alt und der Vater zweier Kinder. Sein Sohn Timothy, 8, und der Tochter Elisabeth, 5. Nachdem er nie eine Anstellung lange behalten hat, also, wie kann man es sagen, er war halt so eine Luftpumpe, so ein Laberhannes. Er hat immer viel gesagt, wenn der Tag lang ist, aber wenn jemand Leistung wollte, hat man halt irgendwann gemerkt, das ist ein Aufschneider. Denn er hat ganze 21 verschiedene Stellen gehabt, bevor er zu dem Zeitpunkt dann bei Texas State Optical in Sharpstown, Houston, als Optiker beschäftigt war. Zudem hat er auch noch gearbeitet als Diakon in der Second Baptist Church, wo er halt im Chor gesungen hat. Man hätte denken können, alles läuft doch super für die Familie. Er hat einen guten Job, die wohnen in einem schönen Vorort. Aber in Wirklichkeit war das halt alles nicht so. Das war nur der schöne Schein, denn es gab hohe Schulden. Durch die musste schon der Wagen verkauft werden und das Haus, das stand jetzt kurz vor der Zwangsversteigerung. Also ein Häuschen Probleme. Am Tattag, das war nun Halloween, der 31.10.1974, wollte er trotzdem, es zeitweise halt geregnet hat, sich angeblich die Freude nicht nehmen lassen und mit seinen Nachbarn und vier Kindern auf Trick-or-Treat-Tour zu gehen, um halt noch Süßigkeiten zu ergattern. Als die Gruppe dann unterwegs war, gab es halt ein Haus, das hat überhaupt nicht geöffnet. Und
Die Gruppe zog dann weiter, nur er hatte sich aufgeregt, er wollte noch nicht weitergehen, er wollte schauen, ob nicht doch jemand zu Hause ist, um sich zu beschweren, dass man die Kinder halt nicht einfach vor der Tür stehen lässt. Ne? Nach einiger Zeit stieß er dann wieder zu der Gruppe, jubelnd, ah, ich habe ja Erfolg gehabt hier, ich habe doch wirklich noch ein paar Pixie-Sticks bekommen. Und Pixie-Sticks, das ist was ganz Beliebtes in Scarlett, komm ruhig hoch. Scarlett, komm. Komm. Komm hoch. Du darfst mit aufs Bild, komm. Nein? Gut. Pixie-Sticks, das ist sowas wie hier die Brause, sag ich mal, so Ahoi-Brause, kann man es vielleicht mit vergleichen, in so Papiertütchen, in so längeren, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Auf jeden Fall standen die Kinder da sehr drauf. Und er hatte halt angeblich jetzt doch noch was bekommen. Da jetzt das Wetter, da jetzt das Scarlett. Ja, du bist im Fernsehen. Fein, setz dich hin, Schatz. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Egal. Da das Wetter nicht besser wurde, wurde dann entschlossen, sich untereinander, dass dann halt gesagt wurde, komm, lohnt nicht, lass uns nach Hause fahren. Dann, als sie dann zu Hause angekommen waren, war es so, dass der Timothy keine Ruhe gab, wie die Kinder so sind. Und Papa, kann ich nicht schon was? Papa, kann ich nicht schon was? Die Tochter wollte jetzt nichts und er hat ihm dann halt, hat sich geschlagen gegeben und gesagt, ja gut, dann mach ich dir so einen Pixie-Stick auf. Und dann ist aber auch Feierabend. Hat ihm den aufgemacht, ihm geholfen. Und er hatte schon sich beschwert, dass das Ganze ziemlich bitter schmeckt, woraufhin er eine Limo von seinem Vater bekommen hat oder halt so Aid irgendwie hieß das Getränk, wen es interessiert, der müsste nochmal nachlesen. Er sollte dann auch sofort ins Bett, nur in der Nacht sollte er auch keine Ruhe mehr finden, der arme Junge. Also nur noch die letzte, so makaber sich das anhört, er hat die letzte Ruhe gefunden in dieser Nacht. Er hatte nämlich auf einmal starke Krämpfe. Er erbrach die ganze Zeit, ihm ging es nicht gut und dementsprechend wurde er dann ins Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb auch. Da das natürlich was ganz, ganz Ungewöhnliches ist, ich meine, wann stirbt mal so ein junges Kind von heute auf morgen ohne Grund? Ging man sofort von irgendeiner Straftat aus, weil natürlich bekannt war, dass das Letzte, was er zu sich genommen hat, diese Pixie-Sticks waren und wollte dementsprechend dann... Die Polizei wollte dementsprechend dann sofort reagieren und hat sofort quasi ihn in die Pathologie überstellen lassen, sodass ein Gerichtsmediziner in Corona halt schauen konnte. Und dieser nahm sofort auch so einen komplett süßlichen Geruch aus seinem Mund wahr. Zum Glück, weil nicht alle Menschen können diesen Geruch wahrnehmen. Nur ein ganz prozentualer Anteil der Bevölkerung kann das überhaupt wahrnehmen, diesen Geruch, diesen mandelsüßen Geruch von der Blausäure, was dann auch natürlich so der Verdacht war sofort, dass er gemeint hat, der Junge ist mit Blausäure vergiftet worden. Das Blutergebnis bestätigte dies und jetzt ging es natürlich nur um Minuten. Die Polizei musste so schnell wie möglich zu allen Kindern, nicht auszudenken, was wäre, wenn die anderen Kinder oder die Schwester noch was von den Süßigkeiten oder die Eltern oder vielleicht irgendjemand aus der Familie greift sich was. Und man ging natürlich sofort an Verbrechen gegen Kinder aus oder dass sich halt um sowas handelte. Und dementsprechend wurde sofort gehandelt. Und es stellte sich als richtig heraus, dass der Junge quasi vergiftet wurde. Und zwar war die Dosis von dem Kaliumcyanid, das hatte ich ja schon gesagt, das ist Blausäure, wird es auch genannt bei uns. Ja, hallo mein Schatz. Ja, das ist Blausäure bei uns und das ist was ganz, ganz Qualvolles. Ihr könnt ja mal nachlesen, wenn ihr möchtet, ne? Aber Gott sei Dank hat die Polizei so schnell reagiert, dass kein weiteres Kind zu Tode kam. Also Gott sei Dank, weil das ist wirklich eine qualvolle Art zu sterben.
was sie dann noch halt erfuhren, war, dass die Hälfte von diesem Pulver war ausgekippt worden und dementsprechend war dann halt die Blausäure zur Hälfte reingefüllt worden, eine hohe Menge. Der kleine Timothy hatte so viel im Blut, das hätte 2 Erwachsene umgebracht, das muss man sich mal vorstellen. Und in den anderen waren so eine Menge drin, dass es 2 bis 4 Erwachsene, ja, weg ist sie. Scarlett war das übrigens. 2 bis 4 Erwachsene hätte killen können. Und ja, ganz übel wirklich. Und es wurde ja auch dann nicht nur rausgenommen, sondern zugetackert, um quasi keinen Verdacht zu erregen mit dem Ganzen. Ja, Gott sei Dank wurde das Ganze verhindert, aber für Timothy kam alles zu spät. Und so wurden natürlich die Ermittlungen sofort angefangen. Zuerst hat man den Vater gar nicht verdächtigt. Wer macht das denn auch? Wer verdächtigt denn den eigenen Vater? Und da er ja gesagt hat, er hätte bei einem Haus, wo erst nicht aufgemacht wurde, später noch die Süßigkeiten bekommen, konnte dann aber das Haus nicht finden. Sehr merkwürdig. Und als er es dann gefunden hat, hat er gesagt, es hätte nur ein Arm rausgestreckt gewesen. Er hatte keinen gesehen und man hätte ihm mit einem ausgestreckten Arm plopp die Süßigkeiten gegeben und das war's dann. Ja, und deswegen kann er auch keinen identifizieren. Allerdings, die Person, die das Haus besaß, die konnte gar nicht aufmachen, weil die arbeiten war. Also heißt es, dass nicht identifizieren können, wie gesagt, weil er den Arm rausstreckte. Aber wie gesagt, der Mann war zu dem Zeitpunkt bei der Arbeit und hätte auch gar nicht aufmachen können. Außerdem war der Polizei nicht entgangen, dass unser Luftikus etliche Schulden hat. Und zwar genau, ganz haargenau war es so an die $100.000. Das ist schon ein ordentliches Sümmchen, in dem jetzt so der Familienvater oder die Familie steckte. Zudem haben die erfahren, dass die Kündigung anstand. Also er wurde entlassen als Optiker, weil er angeblich Gelder veruntreut hat. Und da war es dann auch, dass... Scarlett, was jagst du denn? Wie jagst du den Candyman? Ja, sie jagt den Candyman. Würde sie da bleiben, wüsste sie, dass es sich nicht mehr lohnt, dass er weg ist. So. Ja, mein Schatz. So. Ah, genau. Jetzt bin ich komplett aus dem... Genau. Der Vater war gekündigt, der hatte hohe Schulden und das hatten die jetzt quitt bekommen. Und das ganz, ganz Schlimme war, dass er Lebensversicherung über die Kinder abgeschlossen hat. In dem gleichen Jahr. Er hatte im Januar eine abgeschlossen, desselben Jahres, für $10.000 pro Kind. Und nochmal kurz vor Halloween weitere 2 Versicherungen, jeweils pro Kind 20.000. Das muss man sich mal vorstellen, ohne das Wissen der Mutter. Und das hat halt die Polizisten nochmal so bestärkt unter dem Motto, ja, der hat das geplant, der wollte nur das Geld haben, ne? Weil, also ich, ganz ehrlich, kann der Polizei nur recht geben, ich finde es sehr merkwürdig, die Kinder zu versichern. Ich finde es auch sehr makaber, dass Versicherungen sowas überhaupt machen, weil im Normalfall sollte entweder der Vater abgesichert sein oder halt die Mutter, weil die genau so eine unbezahlbare Arbeit in der Familie selber vollbringt und die muss ja auch erstmal ersetzt werden, ne? Also ich finde das schon merkwürdig. Wie findet ihr das, dass Versicherungen Kinder lebensversichern? Ich meine, hätte man vielleicht bei so einem Macaulay-Culkin oder was weiß ich, aber selbst da nicht, ne? Also ich find's komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Sagt mir eure Meinung, wie ihr das findet, ob das auch merkwürdig für euch ist oder nicht, ne? Aber kein Zweifel hat dann mehr geherrscht bei den Polizisten, als er dann wirklich am nächsten Morgen nach dem Tod des Kindes um 9 direkt bei der Versicherung angerufen hat. Um seinen Anspruch geltend zu machen. Also geht's noch makaberer? Das ist ja wirklich äußerst makaber. Und was ich dazu noch sagen muss, der
hat ja gerade mal 31.000 Dollar für seinen Sohn bekommen. Das Leben seines Sohnes hat ihn ja jetzt nicht schuldenfrei gemacht oder ihn irgendwie aus der Misere geholt, sondern hat ihn wirklich nur 31.000 eingebracht. Dafür hat er ein Kind geopfert, wollte noch seine Tochter opfern und weitere Kinder. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, da fehlen mir die Worte, ne? Das macht mich wirklich sprachlos. Was sagt ihr darüber? Also, teilt die Meinung mit mir, ich freue mich. Oder schreibt es in den Kommentaren nieder. Ja, dann kam es natürlich glücklicherweise zum Gerichtsprozess, weil so jemand muss ja aus dem Verkehr gezogen werden, das geht ja gar nicht. Und zwar am 5. Mai 1975 in Houston, wegen versuchten Mordes in 4 Fällen. Und Morde, wegen vollzogenen Mordes beim eigenen Sohn in einem Fall. Obwohl auch nie so herauskam, woher der das Gift bekommen hat, ne? Und er auf unschuldig plädierte, reichten die Zeugenaussagen, dass er sich über die Wirkung informiert hat, wo man es herbekommt. Außerdem gab es ganz viele Zeugen, die dann auch ausgesagt haben, dass er während der Beerdigung des Kindes schon das Geld verplant hat, ne? Und das reichte aus, um irgendwie die Schuld auch zu untermauern. Da würdet ihr auch kein normales Verhalten. Und die Verteidigung konnte nicht viel herbringen, um ihn zu retten, und hat dann halt mit dem letzten Strohhalm, dem Märchen der vergifteten Süßigkeiten, versucht, ihren Mandanten also vor Strafe, Gefängnis oder Tod zu bewahren, ne? Weil die Saga halt so grassiert, pass auf und von wem und ja. Aber es gab nichts, das das Fuß fassen konnte, weil es gab noch nie Morde auf diese Art und Weise. Deswegen war das auch keine gute Strategie. Und er hatte dann in der Presse den Namen Candyman weg. So kam das zustande. Die Jury hat dann nur 46 Minuten gebraucht, um ihn am 3. Juni 1975 in allen Anklagepunkten schuldig zu sprechen. Und Candyman nach einer weiteren Beratung von 71 Minuten zum Tode zu verurteilen. Ja, was blieb zurück? Eine Ehefrau, die ihren Sohn verloren hat durch die Hand ihres Mannes, der den Tod weiterer Kinder billigend in Kauf genommen hätte als Ablenkung. Zudem ist sie nun alleinerziehend mit einer Tochter. Die reichte selbstverständlich die Scheidung ein sofort, ne? Nach der Verurteilung hätte ich ja auch sofort. Ich weiß gar nicht, ob es nicht schon vorher gemacht hätte. Man kann dankbar und froh sein, dass nicht noch weitere Kinder es getroffen hat. Weil dann hätte die Frau so eine Last tragen müssen, nicht nur des eigenen erlittenen Verlustes des Kindes, sondern auch noch gebrandmarkt zu sein. Ja, ich sag mal, gebrandmarkt ist die Frau ja eh schon für den Rest ihres Lebens, ne? Wenn man das so sieht, ne? Ebenso wie ihre Tochter. Was sehr schade ist. Also ich finde immer, das trifft noch die Angehörigen noch mit viel härter. Besonders auch jetzt so die Tochter. Ja, dann kommt der letzte Teil, und zwar die Hinrichtung von Ronald, der ja erstmal dann ja nach Huntsville in Uni, Texas, in den Todestrakt kam und dort isoliert wurde und gemieden, weil so Kindermörder haben es da nicht wirklich doll im Gefängnis, ist ja auch richtig. Die Hinrichtung zum 8. August 1980 konnte durch den Anwalt dann nochmal verschoben werden auf den 25. Mai 1980. 82, wenigstens das hat er für ihn hinbekommen. Aber der Termin, der wurde dann auch abgesagt, ne? Der danach zuständige Richter Michael McSpadden setzte einen neuen Termin zum 8. Jahrestag des Kindestodes ran, also an, am 31. Oktober 82, und wollte den Verurteilten sogar höchstpersönlich zur Hinrichtung fahren. Doch der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof auch bei denen, verschob das Ganze, um dem Verurteilten die Chance einzuräumen, sich gegen das Urteil nochmal vorzugehen. Aber der hat verzichtet, der hat wahrscheinlich auch gewusst, dass sich das nicht lohnt, das ist nur so ein Spielen auf Zeit. Und jetzt sollte er zum 10. Jahrestag seines Sohnes mit der Giftspritze hingerichtet werden. Allerdings war das ein Verfahren, das war noch nicht so bekannt. Also das war dato ziemlich unbekannt.
Und dementsprechend wurde sogar noch Angst geäußert. Es könnte ja eine schmerzhafte Todesweise. Der Sohn, der geht so zugrunde und der macht sich Sorgen. Aber naja, ne, ich glaube, viele würden sich wünschen, eine Spritze nur zu haben für, also ganz viele Leute, die schlimm erkrankt sind und so. Vor dem Gefängnis gab es dann noch so einen riesigen Auflauf, also von fast 300 Menschen, die einen gegen die Todesstrafe, die dafür demonstrierten, dass er halt nicht hingerichtet werden soll, weil er auch seine Unschuld immer wieder beteuert hat. Und ich verstehe das zum Teil natürlich auch. Man verleugnet lieber und will es nicht glauben, dass ein Mensch seinem Kind so etwas antut. Wer will das denn wahrhaben? Auf der anderen Seite die Befürworter halt für die Todesstrafe, die mir den Worten Trick or Treat die Demonstranten dann halt wirklich so mit Bonbons beworfen haben. Das war äußerst übel. Die letzten Worte vor seiner Hinrichtung waren dann, dass er unschuldig ist und allen vergebe, die für seine Hinrichtung verantwortlich sind. Wie großmütig. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber für mich ist das unbegreiflich, wie ein eigener Vater sowas tun kann. Noch andere mit ins Unglück stürzen zu wollen, da fehlt mir das Verständnis. Was denkt ihr darüber? Ich weiß, man soll Mord nicht mit Mord vergelten, aber jemand, der so abgebrüht ist und eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, ne, und für sein Alibi wirklich Leben opfern wollte, finde ich, verdient nicht mehr Teil der Gesellschaft zu sein. Und ich denke, wie gesagt, die Todesart ist gnädiger als das, was er seinen Sohn durchleiden musste. Aber sagt mir einfach mal, wie ihr das so seht. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Eure Meinung ist mir da wichtig. Da ich immer so jemand bin, der will noch mehr herausfinden, habe ich geschaut, wie es der Familie geht, jetzt nach den ganzen Sachen. Und ich habe wirklich Glück gehabt. Zu meiner Freude konnte ich was entdecken, weil am Tag der Hinrichtung hat die Ex-Frau, die Diane O'Brien, die 2 Jahre vorher noch abgelehnt hatte, ein Interview zu geben, nun 2 Jahre später zugestimmt und war bereit, Stellung zu nehmen. Sie begründete, warum sie persönlich zur Hinrichtung kommt, dass das wichtig für sie ist, weil sie ja, damit abschließen will. Der Tod ist wie so ein brandneuer Anfang für sie. Ihre Worte waren dann auch: Ich bin froh, dass es zu Ende geht. Also ich kann das mehr als gut nachvollziehen. Folgende Worte hatte die 39-jährige ehemalige Diane O'Brien für ihren Ex-Mann: Ich glaube nicht, dass Ronald pervers, krank, nee. Ich glaube nicht, dass Ronald krank ist, entschuldigt bitte. Oder verrückt ist, aber er ist pervers. Zudem wollte sie ihm bis zum Urteil glauben, obwohl sie innerlich halt auch immer wusste, dass er schuldig ist. Er sprach auch dafür, da versuchte auch über sie eine Lebensversicherung abzuschließen. Surprise, surprise, ne? Was aber nicht durch die Höhe der Einzahlung möglich war, also finanziell nicht machbar. Sie bat darum, dass ihr neuer Name nicht bekannt gegeben wird, zum Schutz ihrer Familie, denn zu meiner Freude hat die Frau nochmal ihr Glück gefunden und 4 Jahre zuvor geheiratet, was sie und ihre Tochter meiner Meinung nach auch voll und ganz verdient haben. Also dann gibt es ja doch irgendwie noch so eine kleine Gerechtigkeit, ne? Dass da nochmal so ein bisschen drauf geachtet wird. Es wird, glaube ich, so auch viel, viel leichter für die. Ich wünsche denen halt auch wirklich einen Neustart oder ich hoffe, sie hatten einen. Sie hat auch die Aussage getätigt, dass sie ihm nichts Böses wünscht, ihn nicht hasst, sondern gar nichts fühlt. Denke ich, zeigt für mich schon, dass sie schon weit gekommen ist in diesem Verarbeitungsprozess. Dass allerdings ihre Tochter noch vor der Hinrichtung ihren Vater sehen wollte, ließ sie nicht zu und hat das auch verboten. Ihre Worte dazu waren: Sie hat keine Verbindung zu ihm. Sie glaubt, sie habe sich da durchgekämpft, aber akzeptiert die Tatsache, dass auch er beabsichtigte, sie zu töten. Das Geld der Lebensversicherung ihres Sohnes Timmy über 31.000 Dollar hat sie nie eingelöst und bezeichnet als Blutgeld in meinen Augen. Eine starke Frau, gerne hätte ich noch Aktuelleres zu berichten, aber ich konnte nirgends finden was.
Aber da ich kein Todesdatum gefunden habe, denke ich, es geht Ihnen noch gut. Ich weiß nicht, wir sind in Deutschland. Wahrscheinlich werden Sie leider den Bericht nie sehen, aber es freut mich für Sie. Ich habe meine gesamten Quellen unten vermerkt, da ich das Interview jetzt nur in Teilen wiedergegeben habe. Ihr könnt jetzt bei Interesse nochmal den Artikel lesen, solange dieser noch erhältlich ist. Ist das nicht Wahnsinn? Der ist von 1984 und noch online. Ich würde mich, wie gesagt, sehr über eure Meinungen und Aussagen freuen und wie ihr den Abschluss dieser ganzen Tragödie empfindet. Bleiben wir im Austausch, auch Kritik ist völlig okay. Ich hoffe, ihr habt ein großartiges Halloween und passt schön auf, von wem ihr die Süßigkeiten nehmt, ne? Das sage ich euch nur. Und wird einfach schnurrige Grüße schicken von euren Crime Cats und bis zur nächsten Sendung. Ich freue mich total und ja, das wird auch interessant. Also das darf ich euch schon versprechen. Also ich freue mich auf euch. Habt noch ein schönes Halloween. Mach's gut. Tschüss.